Eigentlich fühlte es sich erstmal wie ein ganz normaler Freitag an. Ne, Wetter war eigentlich halbwegs okay, dass ich mir dachte, Mensch, machst du meine Wäsche an und fährst dann nochmal einkaufen. Ja, aber als ich vom Einkaufen zurückkam, ne, da war schon so dieses Geräusch in der Luft. Ne, irgendwie ein Reinschlussmotor, der sich frei dreht und eine Trommel, die sich nicht drehte. Und ja, dann dachte man schon, okay, hier weiß man auf jeden Fall, womit der Vormittag erstmal gerettet ist, nachdem man das Gefriergut verstaut hat. Und zwar ja, Waschmaschine will nicht mehr. Ist auch eigentlich ein bisschen, war ich verdutzt, weil die ist erst 27 Jahre alt. Verstehe ich jetzt nicht, warum da jetzt schon plötzlich ein Problem mit herrscht. Also, ne, man weiß ja nie. Ist tatsächlich Hanseatic damals mal gewesen, irgendwo Mitte der 90er, so ein Maschinchen. Also noch echte Wertarbeit, Sachen, die noch funktionieren und nicht vollgestopft sind mit Elektronik bis oben hin, wo keiner so wirklich weiß, was sie tut oder auch nicht. Ja, deswegen mag ich die eigentlich ganz gerne und will die gerne auch noch ein bisschen behalten. Also müssen wir mal sehen, ob wir noch was retten können. Und zwar hier nochmal ein Blick kurz aufs Typenschild für genaueres, falls zufällig einer ein ähnliches Problem haben sollte. Man weiß ja nie. Wenn man sich die haben, was sogar noch getrennt angegeben. Leistungsaufnahmen vom Motor, Gesamtleistung hier vom Heizstab. Ja, die ist auch jetzt schon durchaus das ein oder andere Mal unter meine Werkzeugfähigkeiten gelangt, weil hier vorne dieser Griff, der hier hinter ist, das ist so eine Wippe, die auf so einen Riegel wirkt und der hat eine ziemlich starke Feder und die hält die Klappe zu. Und ja, der Kunststoff ist jetzt halt genauso alt wie die Maschine selber und wie das so ist bei Kunststoff, da gehen da manchmal so ein bisschen die Weichmacher raus und dann wird er ein bisschen spröde. Und so auch hier das Problem. Und diese Wippe, die hier drin ist, hier hinter in diesem Griff, die ist nur in dem Kunststoff gehalten. Und wenn der Kunststoff jetzt spröde ist, irgendwann, dann hat sich das immer weiter ausgebogen und Risse gebildet und irgendwann ging die Klappe nicht mehr auf. Und dann hing man da dran und würgte und guckte, wie man die irgendwie loskriegt, weil von der Innenseite ist eine Schraube, wo man dann diesen Mechanismus auseinanderbauen kann. Und dann hatte ich von da aus nochmal eine Schraube durchgezogen, die das Ganze von außen gegendrückt. Und seitdem ist eigentlich das Problem mit diesem Griff, das war schon vor, weiß ich nicht, 10 Jahren vielleicht irgendwo so, wo das aufgetreten ist, eigentlich behoben. Und ansonsten lief die ganz gut. Ja, jetzt aber ein etwas kritischeres Problem, dass die Trommel nicht mehr drehte. Und das ist nun tatsächlich was, was so ziemlich den Garaus bedeutet. Also mal reingeschaut und geguckt, was los ist. Bevor wir aber irgendwelche Geräte auseinandernehmen, vergewissern wir uns natürlich erstmal, dass sie abgestellt sind. Das heißt also in diesem Fall erstmal Wasser abdrehen und dann natürlich einen Stecker rausziehen, ist ja klar. Bevor man irgendwo an offenen Geräten hantiert, dann ja, habe ich zuerst mal oben meinen Deckel abgenommen, weil ich mir erstmal einen groben Überblick verschaffen wollte. Ich hatte das Ding soweit sonst auch noch nie auseinandergebaut. Da sieht man ja, so ganz klassisch, wie das eben früher so war. Na, hier ist so diese Waschmittelbox, wo das Pulver reinkommt, wenn man sowas verwenden möchte. Hier hinten ist der Wasseranschluss. Und das hier ist so eine Mechanik, die hier angetrieben wird, die dann eben das dabei mischt. Das Gemisch von Waschmittel und Wasser geht dann hier direkt in die Trommel rein über diesen flexiblen Schlauch. Ja, hier vorne ist so dieser Synchronmotor, der dann diese Mechanik antreibt über diesen Wahlschalter vorne. Darüber läuft das Ganze ja auch. Ne? Also der ist quasi hier Netzfrequenz geführt von der Geschwindigkeit her. Ne? 50 Hertz geben vor, wie schnell das läuft. Also wenn ich die jetzt an 100 Hertz anschließen würde, wäre sie doppelt so schnell fertig. Ne? Ist zwar nicht Sinn der Sache, aber das, so funktioniert das tatsächlich. Also das ist Netzfrequenz geführt, die Zeit hier. Hier nehmen wir so ein Thermostat, wo man die Temperatur dann einstellt, das ist einfach nur ein Fühler, der dann runtergeht. Ne? Also alles ganz analog, ganz robust, ganz simple Technik. Ne? Einfach zu verstehen, von einmal reingucken und eigentlich auch immer wieder instand zu setzen. Gar kein großes Problem. Hier vorne sieht man und da hinten sind so Betonplatten, die hier an der Trommel dranhängen. Ja, die sind halt, das ist halt das Gegengewicht zur Waschfüllung. Ne? Also wenn ich da jetzt 4,5 Kilo Wäsche drin habe, dann haben die Platten entsprechend höheres Gewicht, dass die das ein bisschen egalisieren. Ne? Also dass das Wäschegewicht nicht sonderlich viel Unwucht erzeugen kann in der Trommel. Ne? Weil, man sieht das immer hier, die ist ja lose aufgehängt. Da wollte ich auch gleich nochmal gucken, ob die noch vernünftig hängt oder ob die eventuell irgendwo abgerissen ist. Dass das jetzt das Problem war auch für den Riemen, aber nee, das sieht noch ganz gut aus. Also die hängt ja an den Federn hier an der Seite und von unten hat die entsprechenden Dämpfer, die dann dafür sorgen, dass das Ding nicht zur Abrissbirne wird, sondern dass es halt auch noch vernünftig ein bisschen da drin sich halt einfach bewegen kann, aber nicht irgendwie wild hin und her schlägt. Ja, da wir von oben nicht viel sehen und der Motor meistens unten ist, habe ich mal die hintere Wartungsklappe hier abgenommen und da sieht man auch schon die Riemenscheibe und hier unten den Motor. Und man sieht auch, dass irgendwie der Riemen, der da eigentlich hingehört, da nicht mehr so wirklich ist. Ja, das ist das ganze Spektakel. Das Ding hat sich ja schon so ein bisschen mehr oder weniger aufgelöst hier, wie man sieht. Und ja, fliegt jetzt hier lose drin rum. Na, glücklicherweise dreht der Motor frei, das heißt also macht jetzt nicht so viel Probleme an der Stelle.
Ist bei Reinschlussmotoren, was solche Motoren sind, unter Umständen manchmal kritisch, wenn die höhere Leistungen haben, weil ein Reinschlussmotor ohne Last, der dreht unendlich hoch in Anführungsstrichen. Und wenn der eine sehr hohe Leistung hat, also so, weiß ich nicht, 1, 2 kW aufwärts irgendwann, kann das durchaus sein, dass das Ding auseinanderfliegt, wenn da keine Last hat. Weil da halt sich die Drehzahl, ne, die beiden Felder, weil Stator und Rotorwicklung sind in Reihe gestaltet. Das heißt also, die schwächen sich gegenseitig ab und dadurch wird die Drehzahl halt immer höher. Ist in diesem Fall so also ein kleiner Waschmaschinenmotor, da geht das noch und der ist ja auch irgendwo ein bisschen Drehzahl geregelt, weil wenn der nicht gerade im Schleudergang ist oder so, dann dreht er ja nur langsam. Von daher, ja, ist da jetzt in diesem Fall nichts passiert. Aber wenn man jetzt größere Motoren hat oder so, dann kann das unter Umständen zum Problem werden. Man sieht ja auch, das scheint schon so ein bisschen länger zu laufen, weil der Riemen hat sich hier schon so ein bisschen verteilt in dem Gerät, ne? Also der Staubsauger kann ja auch mal zum Einsatz kommen. Man sieht ja auch auf dem Motor überall. Da ist, ja, ne, der stirbt schon eine Weile, sage ich mal. Ne? Und hier sieht man nochmal, was sich vom Rest des Riemens so auf die Motorwelle aufgewickelt hat. Das wickele ich da jetzt auch erstmal alles wieder ab. Zum Glück hat es den Motor nicht blockiert. Das ist jetzt nur das ganze Gewebe, was da drin ist und die eine Rille hier davon, die da noch drauf war, das hat sich jetzt alles da rumgetüdelt und das führte dann auch dazu, dass der runtergesprungen ist, der Riemen. Ja, weil ne, der wird ja nur durch die Rippen geführt unten auf der Motorwelle und wenn der da drüber läuft, wenn das voll ist, dann fliegt er halt ab. Ja, hier ist alles so, was ich davon nochmal runtergeschlachtet habe von dem Riemen. So ein bisschen das Ausgefranste abgeschnitten und so weiter und so fort, weil ne, es war ja wieder kurz vorm Wochenende wie immer und die Wäsche war in der Trommel und der schimmelte dann so langsam vor sich hin. Und man brauchte ja irgendwie eine Lösung, dass man das Ganze wieder notbehelfsmäßig zum Laufen kriegt. Also dachte ich mir, ja, nehme ich doch den Riemen, den ich hier habe. Oder das, was noch davon über ist, nachdem ich das wieder so ein bisschen hingestutzt hatte und ziehe den einfach erstmal wieder auf. Gesagt, getan, alter Riemen wieder drauf. Kann man erstmal mit weiterarbeiten und man sieht ja nochmal eine Detailaufnahme an der oberen Riemenscheibe. Ja, also so ein, zwei Umdrehungen fehlen ihm schon. Der ist jetzt hinten schlicht mit der Scheibe hier, den habe ich unten so auf die Nuten entsprechend, auf der Welle entsprechend aufgehängt, dass der hier schlicht ist einseitig und man sieht hier vorne, ja, der war mal etwas breiter offenbar. Ja. Aber reicht erstmal aus, dass die Wäsche erstmal fertig wird und dass man sie noch aufgehängt kriegt, ist das Ganze innerhalb von einer Stunde wieder am Laufen und das ist ja erstmal in Ordnung. Dann nochmal einen genaueren Blick auf den Riemen geworfen. Mit etwas Fantasie kann man noch erkennen, was das mal gewesen sein soll. Also irgendwo Megadyne von der Firma her. Und hier EL 1192 J5, irgendwie eine Bezeichnung. 1192 wird wahrscheinlich die Länge sein in Millimetern. Also knapp 1,2 Meter lang das Ding. Umlaufende Länge. Und ja, dann kann man doch mal in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben und mal gucken, ob man was dazu findet. Ne? Und tatsächlich, man findet was. Also das gibt den Riemen. Da ist auch ein bisschen erklärt, was die Aufschrift bedeutet. Und das Ganze plausibilisiert sich dann auch ein wenig. Ne? Also die Länge ist die entsprechend, was draufsteht. Und das passt auch. Der hat 5 Rippen mal gehabt. Er hat da jetzt nicht mehr, in meinem Fall hat er noch so 3,5. Aber ja, es sind auf jeden Fall original 5. Das bedeutet auch die J5 hier. Der Rippentyp ist dann mit dem J kodiert, das passt auch. Na, und dann haben wir hier vorne noch EL für den elastischen Riemen. Wobei elastischen Anführungsstrichen. Na, also das ist jetzt kein Gummiband. Der hat schon ein Gewebe drin, was den relativ dimensionsstabil macht, aber der ist halt in gewisser Art und Weise trotzdem elastisch, dass man den da drüber gezogen kriegt, ohne dass man die Motorwelle abreißt dabei. Das passt also so im Großen und Ganzen alles. Das ist jetzt immer so eine Sache, weil ne, die Maschine ist irgendwie 25, 27 Jahre, was auch immer alt. Wenn man da jetzt Ersatzteile zu findet, die einer gewissen kalendarischen Alterung unterliegen, wie zum Beispiel ein Gummiriemen oder ähnliches, ja, dann muss man nur mal gucken, wie das ist, wenn man da ein Ersatzteil kauft. Unter Umständen ist das dann auch schon nicht mehr das Beste, wenn das schon so lange liegt. Ne? Das ist immer die Frage, ob der jetzt aktuell noch produziert wird oder ob das jetzt auch schon ein älterer ist. Ich habe jetzt so einmal bestellt, über 15, 16 € war jetzt nicht sonderlich viel teuer. Und ja, weil ich meine, der Original da drauf ist, der hält auf jeden Fall nicht mehr lange. Der wird jetzt weiter ausfransen. Ne, den kann man jetzt nochmal ein paar Mal betreiben, aber dann sollte ein Ersatz her. Deswegen habe ich mir mal so einen Riemen bestellt. Ich denke mal, so nach knappen irgendwie 30 Jahren kann man da durchaus mal knappe 20 € in so eine Waschmaschine einfließen lassen als Wartungskosten. Also da würde ich mich gerade noch so eben mit zufrieden geben. Das ist schon in Ordnung. Und wenn es denn nochmal wieder 20 Jahre hält, dann will ich ja auch zufrieden sein. Ne? Ja, also Spaß beiseite jedenfalls, ist mal eine einfache und günstige Reparatur an dieser Stelle. Und das Ding kann weiterlaufen. Man muss da nicht irgendwie auf diese neumodernen, was weiß ich, Maschinen, die mir eh nicht so zusagen mit Wärmepumpe und allem Gedöns, viel zu viel Brimbim dran für alles Mögliche, was man gar nicht braucht, nur um nochmal 100 Wattstunden zu sparen. Bin ich ja überhaupt gar nicht so der Freund von, ehrlich gesagt. Von so vielen Ressourcen mit allen möglichen Kompressoren und Wärmetauschern und was weiß ich, nur um da ein bisschen irgendwie eine Effizienzklasse zu kriegen.
die ja auch irgendwo, naja, anderes Thema, lassen wir jetzt mal an dieser Stelle. Also wirklich überzeugend ist das für mich auch alles nicht, was da getrieben wird, aber ja. An dieser Stelle haben wir erstmal auf der Schnelle eine Waschmaschine wieder hingekriegt und soll es auch schon gewesen sein. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.